Weit im Südosten der Türkei liegt ein geheimnisvoller Hügel. Auf ihm steht ein alter Maulbeerbaum. Die kurdischen Frauen der Umgebung besuchen ihn, um hier um Glück in der Liebe zu bitten oder wenn sie sich Kinder wünschen. Dieser Ort war bereits vor vielen tausend Jahren für die Menschen hier von großer Bedeutung. Die Einheimischen nennen ihn Göbekli Tepe, der bauchige Berg. In seinem Inneren verbirgt er sein großes Geheimnis. Bilder in Stein gehauen, geheimnisvolle Botschaften aus der Steinzeit, fast dreimal so alt wie die ägyptischen Pyramiden. Im Oktober 1994 ist der deutsche Archäologe Klaus Schmidt in dieser Gegend auf der Suche nach einem Ort für seine nächste Ausgrabung. Ein alter Mann aus dem nahegelegenen Dorf erzählt ihm, dass es oben auf dem Hügel Feuerstein gebe. Schmidt geht dem Hinweis nach. Tatsächlich, bereits an der Erdoberfläche findet er Werkzeuge aus der Jungsteinzeit und beschließt zu graben. Mit dem geübten Blick eines Archäologen sucht er eine ganz bestimmte Stelle aus. Was er dort schon bei seiner ersten Testgrabung im Frühjahr 1995 findet, übersteigt alle seine kühnsten Erwartungen und macht ihn und diesen Ort auf einen Schlag weltberühmt. Zuerst entdeckt Klaus Schmidt nur zwei Steinpfeiler. Doch als er weitergräbt, kommen immer neue zum Vorschein. Sie alle sehen aus wie ein großes T aus Stein. Was wir hier sehen, ist nicht von uns wieder aufgerichtet. Das ist so ausgegraben, wie es hier vor uns steht. Die standen noch in dieser Erdfüllung so drin und werden jetzt von uns sukzessive freigelegt. Die Steinpfeiler bilden einen Kreis mit zwei größeren Pfeilern in der Mitte. Nebenan gräbt Klaus Schmidt noch drei weitere solcher Steinkreise aus. So etwas hatte man nie zuvor entdeckt. Im Schutt finden die Forscher ein paar wenige Stücke Holzkohle. Die werden vorsichtig geborgen und nach Deutschland in ein Fachlabor geschickt, wo Experten mit Hilfe der sogenannten C14-Methode das genaue Alter bestimmen. Ihr Ergebnis bestätigt die Sensation. Dieser Ort ist fast 12.000 Jahre alt. Jahr für Jahr, immer im Frühling und im Herbst, wenn es mit 30 Grad Celsius nicht ganz so heiß ist, kommt Klaus Schmidt mit seinen türkischen Kollegen für einige Wochen zum Göbekli Tepe. Schmidts Helfer sind Einheimische aus einem nahegelegenen Dorf. Die Ausgrabung bedeutet für die Bauern eine zusätzliche Einnahmequelle. Zentimeter um Zentimeter graben sich die Archäologen durch die Erdschichten in die Tiefe. Doch sie müssen vorsichtig sein. Denn das sind nicht einfach nur Steine und Sand. Das Erdreich, das die Steinkreise bedeckt, steckt voller Fundstücke. Hier sind überall Geräte und Feuersteinabschläge, Tierknochen, Fragmente von Steingefäßen, also sehr viel Schutt, Reste der steinzeitlichen Menschen sind hier mit eingeschlossen in diese Füllung. Alles, was die Forscher entdecken, dokumentieren sie genau. Denn jedes noch so kleine Detail könnte entscheidende Hinweise darauf geben, was sich vor vielen Jahrtausenden hier abgespielt hat. Hallo. Studenten von der Universität Şanlıurfa machen hier ihre ersten praktischen Erfahrungen als Archäologen. Aber Çok yakın. Biz şimdi bu kenara gidiyoruz. Mit Hilfe eines Vermessungsgerätes bestimmen sie die genaue Lage der Funde innerhalb der Ausgrabungsfläche. Die vielen Arbeitsschritte machen die Archäologie zum Geduldsspiel. Es hat alleine 15 Jahre gedauert, um im bisher größten Steinkreis den Felsboden zu erreichen. Neben der Ausgrabung nutzt Klaus Schmidt auch Hightech, um wirklich alle Informationen über den Göbekli Tepe zu sichern.
Für den schnellen Überblick nutzt er eine Drohne mit Kamera. Denn erst aus großer Höhe lassen sich die Zusammenhänge der Steinpfeiler besser erkennen. Doch es geht auch millimetergenau. Ingenieure haben die gesamte Fundstelle mit einem Laserscanner abgetastet. Damit erhalten sie ein genaues 3D-Modell der Steinkreise. Jedes noch so kleine Detail ist darin enthalten. Diese teure Methode wenden Archäologen vor allem bei besonders wichtigen oder gefährdeten Fundstellen an. Sollten die Steinkreise irgendwann zerstört werden, zum Beispiel durch ein Erdbeben, könnte man sie mit Hilfe dieser Daten wieder genauso aufbauen. Was die Fachwelt besonders überrascht und zunächst vor ein neues Rätsel stellt, ist der gute Erhaltungszustand der Steinpfeiler. Sie waren auf keinen Fall für längere Zeit der Verwitterung ausgesetzt. Klaus Schmidt hat eine Vermutung. Es war Teil des Bauprogrammes, die Anlagen zu errichten, zu nutzen, offenbar nur eine relativ kurze Zeitspanne als offene Anlage zu nutzen und dann komplett zuzufüllen. Die Menschen vor fast 12.000 Jahren haben die Anlagen absichtlich wieder zugeschüttet, um dann wieder neue Steinkreise zu errichten. Im Göbekli-Tepe verbergen sich offenbar noch viel mehr Steinkreise. Bis zu 50 Monumentalanlagen können wir annehmen, befinden sich hier im Hügel und sind verantwortlich für das Anwachsen des Hügels. Durch die Verfüllung, die immer wieder stattfand, durch die Errichtung neuer Anlagen, ist dann dieser künstliche Hügel, der Ruinenhügel, gewachsen. Warum die Menschen damals ihre Steinkreise mühsam aufbauten, um sie dann nach kurzer Zeit doch wieder zu begraben, das wissen die Forscher noch nicht. Aber was die Pfeiler bedeuten, dafür hat Klaus Schmidt bereits eine Idee. Es sind eigentlich Statuen, sie sind dreidimensional gebildet. Und wie können wir so sicher sein? Wir sehen hier die Arme herunterlaufen, dann die Hände so wie auf den Bauch gelegt hier, mit die fünf Finger, sogar die Daumen erkennbar als kürzer dargestellte Finger. Dann ein Gürtel mit Gürtelschloss hier und am Gürtel herabhängend ein Tierfell, höchstwahrscheinlich ein Fuchsfell aufgrund der fünf Zehen und der Schwanzform. Das sind menschengestaltige Wesen, die natürlich in monumentaler Form hier erscheinen. Und diese Größe, die ihnen hier zukommt, macht deutlich, dass sie offenbar nicht von unserer Welt sind, sondern übernatürliche Wesen darstellen. Klaus Schmidt ist sich sicher. Er hat den ältesten Tempel der Menschheit gefunden. Die Statuen und Bilder erzählen davon, an welche Mächte die Menschen damals geglaubt haben. Und das ist natürlich das Spannende. Mit diesen Reliefs kommen wir natürlich ganz nahe an die geistige Welt der steinzeitlichen Menschen heran. Viel näher, als es uns nur über die Geräte und über die Architektur möglich wäre. Die Reliefs zeigen Tiere, die im Leben der Menschen damals offenbar eine Rolle spielten. Darunter Spinnen, Schlangen oder Raubkatzen. Also wir haben nicht nur einzelne Tierdarstellungen, wir haben szenische Darstellungen, richtige Illustrationen offenbar steinzeitlicher Mythen oder steinzeitlicher Geschichten, Märchen vielleicht, die eben hier mit den Reliefs illustriert wurden. Doch wer waren die Menschen, die das alles gebaut haben und sich diese Mythen gegenseitig erzählten? Über ihr Leben vor fast 12.000 Jahren finden Klaus Schmidt und sein Team im sandigen Boden Tausende von Hinweisen. Etwa 15 Kilometer vom Göbekli-Tepe entfernt liegt Şanlıurfa, eine der ältesten Städte der Welt. Heute leben hier etwa eine halbe Million Menschen. Nur wenige Touristen finden den Weg hierher. Doch das könnte sich schon bald ändern, wenn der Göbekli-Tepe von den Vereinten Nationen zum Weltkulturerbe ernannt wird und Şanlıurfa damit weltberühmt macht. Mitten in der Altstadt steht Klaus Schmidts Haus. Im Innenhof bearbeiten Experten die von Sand und Erde gereinigten Funde weiter. Offenbar haben die Menschen noch vor der Erfindung der Keramik in mühsamer Arbeit solche Gefäße aus Stein hergestellt. Gegenstände aus einem besonders harten Gestein, sogenannter Feuerstein, haben die Menschen als Waffen für die Jagd genutzt. Und sie bestätigen das hohe Alter von Göbekli-Tepe. Diese Pfeilspitze ist typisch für die Zeit vor 12.000 Jahren. Auch die gefundenen Tierknochen geben wertvolle Hinweise.
Die Archäozoologin Nadja Pöllert und ihr Team haben bis jetzt über 20.000 ausgewertet. Hauptnahrungstier war die Gazelle. Andere Tiere etwa Wildschaf, Auerochs, Wildschwein und Wildesel. Also alle Hinweise, die wir aus dem Material bisher gewonnen haben, zeigen uns, dass diese Tiere alle wild waren. Und der asiatische Wildesel ist sowieso nie wirklich domestiziert worden. Also wenn, kommt hier nur das Schaf, das Schwein und das Rind in Frage. Und die sind im Prinzip alle, nach allen Hinweisen, die wir haben, wild. Also es ist eine reine Ernährung auf der Jagd basierend. Zum Göbekli Tepe kamen die Jäger wahrscheinlich aus einem Umkreis von über 200 Kilometern. Sie jagten in lichten Wäldern, die heute längst verschwunden sind. Gemeinsam bauten sie den Göbekli Tepe auf. Nicht weit vom Hügel entfernt hat Klaus Schmidt ihren Steinbruch entdeckt. Die Materialquelle für die älteste Großbaustelle der Menschheit. Mit Hilfe einer bis heute unbekannten Technik haben sie hier die teilweise über 50 Tonnen schweren Steinblöcke aus dem Fels gehauen und dann fast 300 Meter weiter zur Baustelle transportiert. Eine Leistung, die Experten bisher den Menschen dieser Zeit gar nicht zugetraut hätten. Alte Doksan. Es zeigt uns, dass sie technisch sehr versiert waren, also Spezialisten waren hier tätig, die anleiten konnten, wie sie das tun, in welcher Reihenfolge bestimmte Sachen stattfinden, wie man den Transport organisiert. Also Arbeitsteiligkeit wird hier sichtbar und eine Gesellschaft, die auch in der Lage ist, solche Vorhaben, die ja nun mehr als einen Tag dauern, sondern Wochen dauern, dass man das auch logistisch sozusagen bewältigen kann. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und alles, das war offenbar kein Problem für die Leute damals. Doch genau wie heute, es ging auch manchmal etwas schief. Ein Pfeiler, der noch vor seiner Auslieferung zerbrach. Ja, hier sehen wir eine ganz interessante Stelle, wo wir sozusagen die steinzeitlichen Steinbrucharbeiter in Aktion fast noch vor uns sehen. Sie wollten hier diese große Steinplatte anheben, um sie dann zu transportieren. Sie haben sie auf diesen Keilstein hier aufgelegt. Es gibt noch einen zweiten auf der anderen Seite. Und dann hätten sie wahrscheinlich mit Steinen hier weiter unterfüttert und noch höher das Stück angehoben. Aber dann ist das Malheur passiert. Da ist ihnen hier diese Platte an ganzer Länge durchgebrochen. Und dann haben sie das Stück so liegen lassen, so wie wir es heute nach 12.000 Jahren hier vor uns sehen. Die Jäger vom Göbekli Tepe waren kulturell hochentwickelt. Ihre Bilder scheinen ganz bestimmte Mythen oder Märchen zu erzählen über eine Umwelt voller Gefahren. Sie haben die Bilder auf den Pfeilern nicht zufällig angeordnet. Teilweise sind sie schon zu Symbolen vereinfacht, die an Schriftzeichen erinnern. Einige Schritte sind hier gegangen in eine Richtung, die in Schrift münden würde, wenn, und jetzt ist das Wichtige, das Ganze nicht verschwinden würde. Wenn das Ganze nicht abbrechen würde, im 9. Jahrtausend ist damit Schluss, die Symbolwelt des Göbekli Tepe verschwindet vollständig. Und erst Jahrtausende später kommt es wieder zu einer ähnlichen Entwicklung, die dann im alten Orient und im alten Ägypten in die ersten Schriftsysteme im späten 4., im frühen 3. Jahrtausend mündet. Klaus Schmidt will noch für Jahrzehnte am Göbekli Tepe forschen. Der Hügel ist erst zu 5% ausgegraben. Er wird in Zukunft noch vieles über das Leben unserer Vorfahren erzählen.